Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Super Mario Wonders. Mit dem Sunny und dem Shining. Hey! Ja, heute tun wir uns den Stacheltest feuerfrei ein. Beim letzten Mal haben wir uns den Glitzerbereich angetan, so nenne ich ihn einfach mal. Und eine Verschnaufpause, die sich nicht wie eine Verschnaufpause angefühlt hatte. Ich sehe Stacheln ohne Ende. Das wird angenehm. Wollen wir vielleicht die Fallschirmmütze? Wenn ich schon Stacheln sehe? Ja. Ja, mittlerweile viel an Auswahl. Um Gottes Willen! Ja! Ciao! Okay. Ich glaube, wir sollten die eigentlich nutzen. Okay, ich sehe es. Ich sehe wie. Worth it! Nope, absolut nicht worth it. Ich wechsle mal auf den Rettungssprung. Ich glaube, das Ding bewegt sich erst, wenn man drauf geht. Ja, ja. Dann können wir mit dem das Ding jetzt erstmal aufmachen. Einfach alle Schädlichkeiten beseitigen. Tschüss. Wie soll man da denn drankommen? Ach so. Das Ding zählt, okay. Worth it. Oh. Ciao. Wie kommen wir da unten ran? Wir hätten das Ding noch gebraucht, aber ich bezweifle, dass da die Münze drin ist. Ich bezweifle es stark. Da war ein Mario-Block. Oh, für uns beide einen Elefanten. Ich rette mal den rechten zuerst. Ja, die Münze war es wert. Okay, ihn nur nutzen, wenn wir ihn auch brauchen. Wie zum Beispiel an der Stelle. Man kann es auch abbrechen, wenn man wieder nach oben drückt, ne? Okay, da ist der Wundersamen. Beziehungsweise der Lustigbereich. Ich habe es... Hast du ihn nämlich reingedrückt? Ach, schon wieder das! Damit ich Spaß hab! Ich kann das auch nicht. Ich kann das hier nicht unterbinden. Man kann das mittendrin abbrechen, den Sprung. Ja, wenn du den Knopf loslässt, dann fällt er einfach wie ein nasser Mehlsack runter. Bong. Gerade so mit der Spitze. Hast du es gehört? Um Gottes Willen, der fällt sogar in den Abgrund. Dafür hätten wir ja nicht gebraucht. Das war unnötig. Wetten, wir kommen auch nur an ihn, durch ihn an die letzte Münze. Vielleicht können wir. Hi? Wer bist denn du? Ja. Ja. Zum Glück haben wir diese Möglichkeit.
So, warten, bis es auf der Maximale ist. Diese hochfliegenden Blöcke sind lustig. Hattest du Angst vor der Flagge? Weil du so instinktiv direkt nach links gedrückt hast. Das ist wieder ein schönes Bild. So, fühlt sich diese Verschnaufpause dann auch wie eine Verschnaufpause an? Da ist ja mein Lieblingscharakter. Was sich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick! Pump. Ich mag den Typen. Oh nein. Okay, wieder Stress. Verschnaufpause, Zeitschalter, Letterei. Okay, ein bisschen kommt der Ducksprung höher. Ein bisschen. Sunny? Bleib hier gerade und warte auf die andere. Auf die da warte ich. So, bestimmt ganz oben. Ja, ich war gerade zu unfähig zum Klettern. Abs. Ich guck sogar in die Kamera. So, was erwartet uns da für einen Spaß? Das ist schon recht weit oben. Die Welt ging schnell. Oder wir werden besser. Das Bild, das gefällt mir schon mal gar nicht. Abschlusstest nicht trödeln. Mir gefällt das Bild überhaupt nicht. Und nun zur letzten Prüfung. Reicht das versteckte wahre Ziel, so geht sie als bestanden. Doch gib Acht, diese Prüfung ist vor sich oberstes Gebot. Ich mag dieses Pump. Warte auf dich. Ich hab schon wieder so ein Ding verpasst. Das wäre bestimmt die erste Münze gewesen. Jetzt können wir es prüfen. Kurz gesprungen. Ich darf dem Pilz nicht hinterher springen. Wenn du von dem Ding runter willst, musst du nach unten drücken, ne? Wir müssen zurück! Warum? Da war das Wunderding! Okay, noch ein... Ich habe einfach die Stapfattacke gemacht. Guck mal, der Rettungssprung bringt uns hier einen Scheißdreck eigentlich. Ich nehme die falsche mit, dann können wir wenigstens so ein bisschen noch zurückgleiten. Mhm. Ja, du hast es! Um Gottes Willen! Okay, da ist die Münze nochmal gewesen. Ach, die Münze hole ich Oskin einfach nach. Wir wissen ja, wo sie ist. Ihr wisst Bescheid, Leute, dass ich diese Münze aus Kriegen nachhole.
Los! Ich bin nicht in der Achterbahn. Oder ich wollte gerade vorher losgelassen, ich muss schaffen, dass ich auch was muss ich hier nichts mehr machen. Okay, ich hatte kurz das Gefühl, wir würden zu einem weiteren Exit fliegen. Weil das so extrem weit hoch ging. Es gab ja schon mal so einen Secret Exit. Ja. Auf diese Weise, dass wir irgendwie über die Rhinos war das, da sind wir dran vorbeigesprungen, beziehungsweise wir haben es umgenietet. Schon, du hast alle wundersam an den grünen Felgen gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Oh, nett. Guck mal, wir haben 999. Königssamen Villa. Kriegen wir den jetzt einfach geschenkt? Nee, kann nicht. Als ob wir mal was geschenkt kriegen. Du hast dich den Prüfungen der Güldenfelsen gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden und ich erkläre deine Prüfung hiermit für beendet. Manni, das ist deiner. Oh ja. Geschafft. Und das bedeutet? Oh ja, der Königssamen soll dir gehören. Es gibt nichts, dass ich dich noch lernen könnte, blind Florian. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Bravo! Wir kriegen einen Samen ohne Bosskampf. Also sind wir jetzt doch mit dir. Ich hab die Böse in meinem. Okay, okay. Ich dachte, irgendwie keine Ahnung. Ich hab auch damit Hab ich auch mitgerechnet. Und so meisterten Mario und der Prinz nicht alle Herausforderungen. Number 2. Bei mir hat sich das Mikrofon übrigens auch von Sunny gerade ein bisschen verändert, falls ihr fragen wollt, Leute. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen? Werden sie auch die restlichen Königsamen finden? Ich glaube, wir haben sogar die Hälfte mittlerweile. Ja, gut, wirklich. Ich glaube an dich! Sorry, aber der Text hat sich diese angeboten, bei uns in den Überleitungen zu machen. Ich verstehe warum, ja. Lass uns mit der Propellerblüte zu den Blüteninseln zurückfliegen. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halt dich gut fest. Hat mal sicherheitshalber eventuell. Ach egal. Hm? Es hieß ja, wir haben alle Samen gefunden, also kann da nichts mehr sein. Jo. Ey, wir mussten mal keinen Bosskampf machen, um da an den Samen ranzukommen. Der eine, der freut sich auch. Ja, jetzt hast du noch einen Piranha weniger. Nimm das! Ich noch drei Wellen, dann können wir Bowser selber fertig machen. Ja, guckt schon böse. Hey, wir nerven wem! Obwohl, ich glaube, Bowser war deiner. Bin mir nicht sicher. Hört auf, damit meine armen, wehrlosen Piranha-Wolken anzugreifen. Bowser Jr. war meiner, Bowser selber war deiner. Jetzt bin ich mächtig sauer. Aber denk nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Vielleicht sollte ich irgendwann mal aufschreiben, wer wen spricht. Ja, wäre nicht schlecht. Ich glaube, die fiese Rache dafür, dass wir einen Samen gerade gratis bekommen haben. Ja. Meine Vorbereitung für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir verderben zu wollen und freut euch einfach drauf? Hat er irgendwas gemacht? Ja, und ich habe Angst vor dir, davor es herauszufinden. Das klingt ziemlich übel. Was plant er nur? Ja?
Wir müssen weiter Königssamen sammeln. Je eher wir alle haben, umso schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königssamen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein, ein weiterer in der Funkelmine und einer in den Magmatiefen. Was mir gerade dadurch hier aufgefallen ist, sowohl in dem Wolkengebiet als auch in dem ersten Gebiet scheinen wir offenbar nicht alle Samen bekommen zu haben, weil wir das erste Mal über, dass wir diese Nachricht bekamen. Mhm. Ja, das mit dem Gebiet, das wissen wir schon. Was meinst du, wohin sollten wir zuerst sein? Die Entscheidung überlasse ich ganz dir. Wir können nach rechts und wir können nach unten. Und wir können nach links. Ich würde Vulkan als letztes sagen. Einfach, weil Vulkangebiete generell immer letzte Welten waren. Ja, aber ich hätte Bock auf die Magmatiefen, bin ich ehrlich. Hölle der Juwelenblöcke. Höhle, nicht Hölle. Wird bestimmt gleich Hölle. Also passt es schon. Ich finde, mit dem Schwebesprung ist es auch leichter, an die Flagge zu kommen. Ah, okay, ihr seid wie Fomms. Wenn ich unter euch bin, dann wollt ihr runter. Nur, dass ihr gezielt zu uns auch noch hinkommt. Oh, guck mal, was Neues. Ah, okay, wenn man eine Arschbombe macht, vergräbt man sich im Boden. Und wenn man gegen die Decke springt, dann vergräbt man sich in der Decke. Warte mal, ich probier's mal an den. Ja, ich kann so ein bisschen an den bohren. Guck mal. Oh, da ist die Zehnermünze. Guck mal, ich kann auch unter die. Und dann kann ich mich durchbohren. Das ist. Guck mal, selbst hier kann man drunter durch. Ah, okay, bei Abgrund kannst du aber dann nichts mehr machen. Macht auch irgendwo Sinn. Freedom! Ich wollte gerade sagen, ich werde es nicht bereuen, wenn ich das Ding aufbohre. Okay, da will ich mich hinbohren. Ich sehe wie. Da ist der Bohrer kurz abgeflogen. Okay, das Item ist auf jeden Fall cool. Okay, wahrscheinlich mit Bedacht vorgehen. Wir müssen den nach oben retten. LOL! Wenn du dabei gedrückt hältst, dann kannst du dich weiter nach oben bohren. Ich will in die Decke rein, dann kann ich mich von oben in den rein bohren. So, dann hole ich mal den 1 ab jetzt da raus. Ich denke mal, die anderen sind relativ wurscht. Der Bohrer ist geil. Ja, ich will. Okay, der funktioniert nach oben. Das sehe ich jetzt schon. Du willst dich nicht in die Decke drücken lassen. Ist einer von denen zufällig? Das sieht schon so aus, als ob man da hoch will. Zu erwarten. Also wenn es da oben leuchtet, dann ist ja wohl eindeutig. Da mochte dich jemand. Einfach eine geilere Arschbombe. Okay, was genau? Okay, fliehen, da ist ein Bohrer für dich. Ja.
Bohr dich durch! Boah. Ultra stressig! Ich weiß nicht, ob es sinnvoller wäre in der linken. Zur Not, da ist ein Buch noch in dem Inventar, ne? Was passiert, wenn die sich treffen? Abs. Die blockieren sich dann gegenseitig. Ich! Okay, einmal durch. Das da sieht nach Secret aus. Ach, man hätte hier oben rumgehen können. Hätte das das Spiel dich da unten rauswirft? Ja. Ich nicht sehr nett. Das war frech. Das war ein cooles Level. Ja, das war echt cool. Das Item ist sehr cool gewesen. Oh, kam doch noch mal ein neues dazu. Bestimmt kommen noch 3-4 neue, würde ich jetzt so schätzen. I guess wir werden sehen. Nur zum Verständnis für euch, wir gucken keine Videos von anderen zu dem Spiel. Ich guck gar keine Videos zu dem Spiel. Wir wollen uns natürlich überraschen lassen hier mit allen. So, irgendwas Neues von dir? Wundersam, danke. Also wir haben jetzt wirklich die Qual der Wahl, ne? Mal ein bisschen was ausgeben. Gib mal aus, bis wir 600 haben. Ich kann auch ein paar von diesen... Ach, ich darf nicht mal mehr. Gib ich ein bisschen was an schnell den Stickern hier aus. Können die ja auch mal sammeln. Jo. Willst du auch ein paar kaufen? Mir ist das relativ. Wir haben noch Igel zusammen Geld, so. Ich will das nicht. Oh, guck mal, es gibt ja richtig coole Aussteller. Gumba Yoshi. Gumba Yoshi, das ist geil. Dann mache ich mal, bis wir 400 haben, dann haben wir auch wieder ein bisschen was zum Sammeln. Wir scheinen auch immer was Neues zu kriegen da. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwas damit freischaltet, wenn man alle hat. Wahrscheinlich. Ah, nee, okay. Den einen, den hatten wir da gerade schon mal. Ich glaube, ich gebe an dem Punkt einfach ein Off-Screen dafür aus. Mhm. Okay, wie gesagt, wir haben drei Auswahlmöglichkeiten. Da rechts. Da ist Kamek. Hallo, Kamek. Was hast du vor? Versieh dich. Böses. Bestimmt blockiert er den Weg. Ach nee, er geht zum Level. Sind wir gezwungen, es zu machen, um weiter zu können? Ja. Ja. Also wie gesagt, wir haben hier rechts die Möglichkeit, da unten oder da ganz links. Ja. Bei den Röhrenfelsen haben wir offenbar irgendwo noch die ein oder andere Münze bzw. Wundersamen vergessen. Wie gesagt, sonst hätten wir ja die Benachrichtigung bekommen. Müssten wir also eventuell nochmal nachgucken. Ich kann ja auch offscreen nachgucken. Mhm. Wir sprechen uns offscreen ab, in welche Welt wir gehen. Wollen wir noch die Luftgaleere machen? Ja, warum? Lass die noch machen. Luftgaleere in den Blüteninseln. Drücke mal X, um zu bestätigen, weil X ist hier durch den Einstieg, den du gemacht hast, ist das zurück. Ich find's gewohnt, mit X zu bestätigen. Diese grünen Flammen. Wunderschön. Sieht schon cool aus. Ach nee, das ist ein Scrolling Level. Wo willst du hin? Ich bin hier.
wir kriegen Lakito-Wolken. Es ist egal, wer die Kamera hat, ne? Mal sicherheitshalber die Wolke wechseln. Kann man das ausmachen? Nein, aber ich kann eine kassieren. Okay, von unten ran. Okay, wir kriegen hier einen neuen. Ich glaube, ich hatte gerade das beschissenste Timing, was möglich war. Ich wechsle einfach bei der erstbesten Gelegenheit. Jetzt nicht mehr. Ich nehme den mal mit, ne? Gute Entscheidung. Ach nö. Get aim! Get aim! Schon dran. Worth it. Okay, wir haben aber irgendwo eine Münze übersehen. Irgendwo haben wir eine Münze übersehen. Ich glaube, bei den Röhren, wo wir gerade eben waren, hätte die Münze sein können. Das kann sein. Dass man einer von denen durch konnte. Können Sie ja gleich checken. Okay, unten rum. Ich habe ein Problem. Ich wollte gerade sagen, den willst du mir nicht wegnehmen. Ah, schon wieder das. Ah, hier ist jetzt der beste. Ja, wir müssen ja wieder nur den Knopf drücken. Wer drückt den Knopf? Ja. Ich hab den Knopf gedrückt, Brudi. Dann können wir ja jetzt die Theorie prüfen, ob es bei den Röhren war. Aber ich gehe zu 100% davon aus. Okay, das Bild hat was. Die Endbilder sind oft richtig geil. Ja. Da liegt's. Aber das wäre jetzt überhaupt noch mal spielen. Ja, ging bei dem anderen ja auch. Ja, doch, sollte möglich sein. Jetzt müssen wir uns nur bis zu den Röhren durchkämpfen. So, hier müssen wir jetzt die Röhren prüfen. Die nicht? Die grüne. Die grüne, höchstwahrscheinlich. Ich hätte die grüne gerade eben nicht mehr gesehen. Nein. Ja, hier war die Münze. Von einem Feuer ins nächste. Na gut, hier war die Münze, ne? So, wie gesagt, wir haben die Auswahlmöglichkeit. Wir können hier offenbar sogar... Ne, wir müssen hier die Welten jetzt machen, damit wir zur Lava-Welt können. Also, wir gucken offscreen, ob wir nach rechts laufen oder hier unten rum. Können ja über die Gesamtkarte gucken, wohin das dann führt. Also, zur Fungimine oder zur wolkenlosen Wüste. Ich würde, wie gesagt, sagen, Magmatiefe fürs Ende aufheben.
Wäre jetzt so mein Guess. Jo. Ich würde auch generell, nachdem wir die drei Welten noch abgeschlossen haben, nochmal eventuell gucken hier bei Wöckchengebirge und Röhrenfelsen. Da muss ja noch irgendwo was versteckt sein. Also ich gucke Oskin nochmal, ob da was ist, aber wahrscheinlich könnte es auch sein, dass es in dieser Untergrundbereich ist und der zu der Welt hinzuzählt, aber wir erst von einem anderen Gebiet dorthin kommen. Das könnte ja auch sein. Wie gesagt, welche Welten der beiden Welten wir zuerst machen, das entscheiden wir bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute! Ciao.